Servus und willkommen zu einer neuen Folge von Factorio. Wir sind weiter bei C-Block unterwegs. Stehe gerade bei meinen Algen rum und gucke gerade fasziniert zu. Wir haben mittlerweile 18.000 von den Grünen. Was viel schlimmer ist, wir haben mittlerweile 42.000 von den Braunen. Ich habe schon gesagt, ich möchte gar nicht wissen, wie viel von den Grünen, dass ich hätte, wenn die gestapelt werden. Und wir haben 37.000 Kohle. Also das läuft und rockt. Und Strom haben wir ja noch genügend. Noch. Ich vermute, dass ich meinen Strom dann verbessern muss. Denn ich will jetzt als allererstes, ich habe ja schon mal mein Land vorbereitet. Das machen wir jetzt auch mal irgendwie größer. 1, 2, 3, 4, 5. Und dann geht es nach oben. Eins, zwei, toll. Hat keiner gesehen. So, das heißt, ich mache jetzt mal hier schnell alles zu. Das Lustige ist, da verbrauche ich ja nichts, ne? Beim Drumrum. Verbrauchen tust du es ja erst, wenn es bei der Innenausfüllung bist. Okay. So, das heißt, wir haben jetzt ein bisschen Land aufgeschüttet. Das heißt, die Electrolyzer kommen jetzt dann nach unten. Und wir gehen jetzt erstmal hin und schauen mal, wo wir einigermaßen die Sachen aufstellen. Das Problem ist, ich brauche auf jeden Fall Braunalgen. Ja, ich muss da auch gucken, dass ich weiterkomme. Ah, haha. Ich habe ja vorhin schon die Erze eingesteckt. Das heißt, die lasse ich jetzt auch mal laufen. Und apropos laufen. Ich habe wieder downgegradet. Darum nicht wundern, dass der Stahlofen wieder da ist. Ja, weil der andere war ja da. Ich habe gesagt, wenn ich auf die nächste Version gehe und dann mache ich auch C-Block auf die nächste Version, dass wir da einen sauberen Schnitt haben. Nicht, dass da immer irgendwas nicht mehr geht und ich dann dumm aus der Wäsche gucke. Und da habt ihr auch geschrieben, ja, ich würde das hier anders machen. Und zwar mach doch andere Fabriken. Ja, da habt ihr recht, das werden wir auch tun. Habe ich das noch drin? Genau, und zwar ich habe damals ausrechnen lassen, wie viel Steam ungefähr dieses Teil hier braucht. Also er ist nicht gerade wenig, also das Ding ist ganz schön schnell weg, die Charcoal. So, und dann habe ich mal ausgerechnet, ich bräuchte, um 75 Stück zu machen. Ich glaube, das war genau da. Da war es, glaube ich, auch genau. Ne? Also das heißt, ich habe drei, wenn ich drei Stück arbeiten lasse, bekomme ich das raus. Also drei Stück, na, Schmarri, nochmal, Gatz. Um den Strom zu bekommen, um die 5 Megawatt zu bekommen, brauche ich 6 Maschinen. 6 Dampfmaschinen. Und davon brauche ich 3, um diese 6 zu befeuern. Und die bräuchten ungefähr 10.000 Dampf. Und das sind ungefähr 75 Kohle. Und für die 75 Kohle, das ist dasselbe, brauche ich 15 davon, 30 davon, 180 davon, 360 davon. Und ja, das sind dann 10 von den Farmen. Momentan habe ich 8. Also das heißt, ich könnte noch mal 2 hinbauen, haben wir ja gesagt, würden wir dann auf die Seite ja ziehen. Genau. Und dann hätten wir die 360 Stück. Ich habe schon gesagt, das Schlimme ist nur, dass ich halt auch 72 davon habe. Also wenn man sich vorstellt, ich habe 72, kriege ich davon aus. 72. Und davon 360. Und ich habe jetzt von denen schon zu viele.
Ich habe schon gesagt, ich kann diese Platten kann ich oder Papier kann ich machen bis zum St. Nimmerleins Wochenende. Dann will ich ja auf jeden Fall auch so machen, dass ich 4 Stück mache und dass wir dann auch Zellulose Überschuss haben. Also das heißt, ich möchte auch Zellulose dann immer wieder abgreifen, weil das brauchen wir dann für die Verarbeitung von Papier. So, genau, also, und dann brauche ich also 10 davon, 3 Maschinen davon, die dann sozusagen Zellulose herstellen. Dann 2 Maschinen, die wir mir dann die Pellets herstellen und dann eine Maschine, wo mir die Bricks herstellt. Also das heißt insgesamt 6 Maschinen und ein Ofen und wir sind glücklich. Ich mache irgendwann das mit dem X zu. Irgendwann, nur nicht jetzt. So, und mein kleines Problem ist mittlerweile, dass ich eigentlich... Ja, okay, aber ich mache das jetzt so, weil der hat ja kompletten Kontakt. Dann ziehe ich jetzt nochmal diese Linie komplett rüber. So, genau. Ja, was mir noch eingefallen ist. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich es in Zukunft mache. Also ich sehe es ja für alle, die wo natürlich Factorio gucken. Finde ich toll, finde ich super. Ich finde das Spiel ja auch geil, weil sonst die nicht LP'n. Aber ich hab für mich selber entschieden, Factorio wird weiterhin so laufen, wie es ist. Es werden nur die Folgen etwas kürzer werden. Vielleicht mache ich dann auch irgendwann 4 Stück oder mehr. Kommt drauf an, wie viel, dass ich halt die nötige Zeit aufbringen kann, die Folgen zu machen. Aber Minecraft wird halt massiv nochmal ausgebaut, also fast verdoppelt. Naja, verdoppelt nicht, aber ich möchte halt dann irgendwann so 6 Folgen die Woche machen. Und wenn das passieren sollte, wird Factorio sozusagen Montag, Mittwoch und Freitag laufen. Und Minecraft dann sozusagen Montag nicht. Montag ist dann Minecraft freier Tag. Dienstag ist ein eventuell Minecraft Tag. Und also Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Also das sind auf jeden Fall die Tage, wo dann irgendwann auch Minecraft laufen wird. Gleich noch nicht, jetzt. Also momentan bleibt noch alles beim Alten. Ich habe auch schon einige Folgen ja fertig gemacht. Und ich sehe da gerade ein Problem. Ja, ich glaube, wir spielen. Sekunde. Das ist wichtig, dass das läuft. Haben Sie das verändert? Sag jetzt bloß, die Reichweite reicht nicht mehr. Das wäre natürlich beschissen. Dann mache ich das jetzt anders. Sekunde. Das Röhrchen kommt weg. Dafür kommt das Röhrchen dahin. Dann kommst du dahin. Dann gehst du da raus. Ha! Die zwei sind nie richtig gelaufen. Ja, da holt mich doch die Katz. Und ich wundere mich schon die ganze Zeit. Warum will ich mich wundern? Kann nicht funktionieren. So, gib mir mal die nächsten 400. Die kommen auch gleich da rein. Dann freuen sie sich. Ich glaube, ich bin.
hätte ich jetzt gleich geguckt, wenn mein Inventar gleich voll gewesen wäre. So, ich möchte es ja auch hier. Genau, ich ziehe jetzt dann unten auch nochmal die komplette Stromlinie rüber. Habe ich zwei. Ja, ich war ja gerade beim Thema. Also wie gesagt, dann werden die Folgen auch etwas kürzer werden. Dass ich so 30 Minuten mache. Also ich versuche immer noch zwischen 30 und 40 Minuten. Montag, Mittwoch und Freitag wird dann aber dann der Standardtag und nicht mehr Dienstag, Donnerstag und Samstag. Und der Sonntag ist dann vielleicht auch so ein Tag, wo ich dann sage, okay, wenn ich genügend habe, machen wir es am Sonntag. Ja, also, dass ihr da mal schon ein bisschen Bescheid wisst. So, ich mache da mal ein paar Kupferrohre. Ich habe mehr Kupfer als Eisen. So, eine Pumpe bauen wäre eigentlich gerade schwachsinnig. Ich lasse jetzt mal das leer pumpen. Ich bin mir ja sicher, dass ich noch Electrolyzer gebaut habe. Ja, vier Stück habe ich noch, genau. Genau. Warum bin ich wieder runtergegangen? Hat einen einfachen Grund. Dass ein Mod nicht mehr gegangen wäre. Deswegen bin ich wieder nach, habe ich das wieder, geändert. Weil, ja, wenn ich jetzt da mein Slack habe, Steuerung Shift R, das wäre nicht mehr gegangen. Dann habe ich gesagt, nee. Also darauf möchte ich momentan nicht verzichten. Wenn der Mod irgendwann auch weiter oben ist, dann werden wir wieder das machen. So, und das ist Schmalli, was ich hier gerade treibe. Ich mache das erste hier. Den nächsten hier. Den hier. Den nächsten hier. So. Dann mache ich jetzt die Reihe etwas weiter oben. Und die Pumpe. So, jetzt muss ich mir jetzt überlegen, habe ich jetzt genügend Platz? Ich hätte genügend Platz. Ich mache die Pumpe aber trotzdem hier hin. So, Kupferpipes. Machen wir gleich nochmal welche. Ich hoffe gerade, er produziert gerade genügend Eisen, dass mir da jetzt auch mal langsam aber sicher in Sphären kommen, die uns interessieren. So, okay. Dann machen wir wieder das. Und kopieren die ganzen Käse. So, Steuerung Shift R. Steuerung Shift R. Möchtest sozusagen, haha, Mist. Jetzt weiß ich, warum das es sinnig war, die Strommasten anders aufzustellen. Verdammt. Stelle ich jetzt gleich die ganzen Dinge um. Ja, ich stelle gleich die ganzen Dinge um. Wenn dann einmal richtig und sauber. Als dass ich es jetzt tausendmal mache. Mach ich das gerade zum tausendsten Mal? Nein, ich mache es noch nicht zum tausendsten Mal. So, okay, also das heißt, ich muss das Ding wirklich so aufstellen, dass die nebeneinander stehen. Ja, mein Problem ist jetzt gerade,
Müsst eigentlich dann um 3 verstellen. Dass sie sich nicht treffen. Ja, dann mache ich es halt so. Ist halt so. Habe ich einen Dreiergang dazwischen. Oder wisst ihr was? Nein. Wir lassen die alle beieinander. Lassen die alle beieinander. Das heißt, das ist ein Vierer. Das heißt, der nächste, wo es dann hinkommt, da lasse ich jetzt dann eine Dreierlücke. So, haben wir dann alle drin. Perfekt. So, machen wir es nochmal. Dankeschön. So, dann haben wir noch genügend Kupferrohre hoffentlich. Dann heißt es jetzt hier Wassermarsch. Wassermarsch, Wassermarsch. Und Wassermarsch. Okay. Ich brauche davon 2. Nicht mehr. Davon brauche ich nochmal mal 20. Muss jetzt nur genügend Abstand lassen. So, und jetzt sind wir die haben jetzt sowieso schon kein Wasser mehr. Bauen wir sie ab. Die kann halt auch nichts mehr machen. Bauen wir dich gleich mit ab. Dann heißt Pipes weg. Ich bin gerade beim Überlegen, ob ich dann immer so einen Achterturm baue, wo dann die Verbrenner dran arbeiten. Okay, so, dann brauche ich euch auf jeden Fall auch euch 2. Wie gesagt, das ganze Rohrensystem kann ich gleich mit abreißen. Ja, ich bin gerade in Versuchung, sozusagen in Zukunft alles, was mit Wasser zu tun hat, in Kupferrohre zu packen und alles andere dann in Eisenrohre zu stellen. Bis wir irgendwann anderes Material haben, wo wir übrig haben. Den lasse ich noch arbeiten. So wichtig ist es nicht. Was ich jetzt auf jeden Fall noch bedenken muss. Genau. Drück mal die Journey Map. Nein, das ist mal, es ist M. Weiß nicht, ob ich das letzte Mal schon gesagt habe. Ich habe beim Map-Erstellen vergessen, die Umweltverschmutzung anzumachen. Ich habe schon gesagt, ich werde die Erfahrung mit der Rakete nicht schaffen, weil wenn man natürlich dann einen Cheat eingibt, ja, werden halt die Dinger nicht mehr gespeichert, auch wenn es ein sinnvoller Cheat war. Aber ich habe gesagt, nein, ich fange nicht mal von vorne an und baue nochmal alles auf. Das ist mir dann doch, das wäre mir, ja, das wäre sogar mir zu extrem. Ich weiß, dass ich irgendwann daraus nicht mehr das ganze Zeug baue, aber ich setze es jetzt erstmal so auf, dass es auch herstellen kann. Ihr wisst ja gern, man baut gern um. So, mein Problem ist ja jetzt, genau, Steuerung Shift R und Steuerung Shift R. Wir möchten ja die beieinander halten.
Möchte ich jetzt da Stone... Ja, ich hätte gesagt, ich mache dann die Stone Pipes erstmal weiterhin. Also das heißt, die werden verbunden. Die werden verbunden. Du kommst hin. Ihr zwei wird verbunden. Du kommst hin. Dann haben wir ja... Unterirdische? Haben wir die auch? Sind die Unterirdischen kaputt gegangen? Bin ich betrunken? Ach, da sind sie. So, dann kommst du auf jeden Fall schon mal dahin. Immer der Erste. Okay. Ich muss ja auf jeden Fall dran denken. Ich brauche ja auch neben dem Strommast kommen die hin. Und ich muss dran denken, in welche Richtung das ich will. Und ich will eigentlich momentan in die Richtung. So, okay. Aber das muss so gehen. Ist das so wenig Pipes? Fließbänder. Nicht schön. So, jetzt habe ich noch 4 Stück. Nein, die kommen noch mal weg. Ich brauche noch mal 4. Vergesst es jedes Mal, ne? Und ich brauche noch mal welche. Gut, dann heißt es, du machst jetzt das von unten, dann machen wir das auch wieder. Kopieren. Kopieren. Moment. Ja, ganz toll. Copy and paste. Nicht paste and copy. Danke. So, dann brauchen wir wieder die Strommasten. Wirklich? So, wie viel Platz habe ich denn eigentlich dazwischen? 1, 2, 3, 4, 5. Ne, 4. Dann hätte ich jetzt eiskalt gesagt. Kommt nochmal weg. Und geht hier hin. Sind es 3. Dann machen wir nochmal 3. Die werden ja so schnell verarbeitet. Oder die sollten dann schnell verarbeitet werden. So rum. Das war in der Maschine hier. Ja, das kannst du auch rausnehmen. Ich kann das eigentlich auch gleich. Das kann ich eigentlich auch gleich komplett alles abbauen. Verschwindet ihr auch von hier. Geht er dann auch unten runter. Nur ins Mitteldeck. So, dann haben wir hier noch was rumliegen. Das ist mir jetzt egal. So, dann kommst du wieder da rein. Du wieder da rein. Dann kommst du da rein. Und du da rein.
So, haben wir wieder 96 Platten. Weißt du, wenn man das Kupferkabel nimmt? Okay. So. Was ich jetzt wissen muss, beziehungsweise jetzt kommt er dahin, jetzt wird es erstmal gedreht. Weil was wir wissen. Genau, ich baue den erst so auf. Dann machen wir wieder Copy and Paste. Steuerung Shift R, Steuerung Shift R. Und jetzt ist meine bescheidene Frage, wie groß bist du genau? Also da würde ich dich hinkriegen. So, das heißt dich und dich. Euch verdrehe ich. Genau. Das heißt jetzt, du kommst hierhin und du kommst hierhin. Dann heißt es jetzt für mich, ich brauche wieder meine Steinpipes. Moment, ich mach mal die komplett weg. Wenn ich dich so mache, wär's doch viel intelligenter. Weil das heißt, du kommst ja da raus. Nee, das geht nicht. Okay, dann kommst du weg. Du weg. Du auch wieder weg. Du auch wieder weg. Also du bist richtig und gehst hier rein. Du gehörst hier hin, weil du ja sozusagen nach da abgibst. Mist. Ich baue alles wieder ab. Den Gedanken fassen. Also, auch weg. Das ist ja eine Einheit. Das heißt, die Einheit, du kommst dahin, dahin, dahin und dahin. Du gibst nach da ab. Copy und Paste. So, und wenn ich jetzt dich hier hin mache, und dich hierhin mache, dann heißt es für mich, dann wäre das hier derjenige, dass ich das rote Zeug kriege. So. Das ist ja auch kein Problem. Du kommst dahin. Und dich baue ich so, dass du da reingehst und da rausgehst.
Ja, das Problem ist nur, wenn ich jetzt dich dann so mache. Na, da kann ich es nicht hinmachen. Da kann ich es auch nicht hinmachen. Verdammt! Ich muss das doch wieder verändern. So. Das heißt, dich mache ich wieder eine Länge. Und dich ziehe ich nach drüben. Okay. Das war. Die gehen zu schnell ab. Die dauern ewig. Okay, du kommst auch weg. Dann habe ich jetzt meine Steinpipe. Kommst dahin, du kommst dahin, dann ist er das. Das ist ja auf jeden Fall schon mal richtig. So. Und wenn ich jetzt dich hierhin mache, und dich hierhin mache. Heißt es für mich, das ist einfach. Da kommt einfach ein Rohr hin, dann ist rot aufgeräumt. Dann ist es wieder einfach, weil dann muss ich einfach sagen, da ist rot. Dann kommst du dahin. Da kommt jetzt da das Rohr runter. Und dann ist ganz rot da drin. Die zwei und die zwei. Komplizierter wird's da. Weil ich. Ja, weil die Scheiße sich hier verbindet, ne? Jetzt hätte ich gerne Rohre brauchen, die Abbiegungen haben. Dass sie sich nicht verbinden. Also kommst du wieder da raus. Dann musst du hier rein. Weil hier muss auf jeden Fall ein Rohr hin. So, mein Problem ist jetzt nur. Nein, wir machen da draußen ganz anders. Wir lösen das ganz anders. Ich komme von drüben und gehe hier rüber. Das habe ich auch hier. Dann gehe ich jetzt von dir dahin. Von dir. Was? Also nochmal. Du gehst dann dahin.
Facebook gestern. Haha. Die Mäuse melken. Das ist doch scheiße. Okay, dann kommst du da an und nicht mehr da. Sehr gut. Das heißt, du kommst da an und gehst jetzt da lang. Und dann mache ich jetzt von dir nochmal. Das heißt, du kommst von da und gehst dahin und du kommst, gehst da und kommst von da. So, dasselbe mache ich jetzt auch hier. Das heißt, du gehst nach unten, kommst nach oben. Und du gehst und kommst nach oben. Und dann machen wir das so, dass der dann so geht. Und der dann so geht. So, und dann haben wir ja auch dasselbe. Und dann kann ich jetzt meine... Ja, dann kommst du dahin. Halt. Und du kommst dahin. Okay. Und ab jetzt verbrennt der das Zeug. Und der verbrennt das Zeug. Oder auch nicht? So, und jetzt ist die Frage, wenn ich dich jetzt da aufbaue, wie weit kriege ich dich? Okay, dann brauche ich jetzt wieder meine Kupferrohre. Beziehungsweise meinen Stromanschluss. Okay. Durch. So, der Anschluss vom Wasser ist hier, hier, hier und hier. Nochmal Pipes. So. Dann heißt es jetzt für mich, die laufen alle. So, und er sagt zu mir, das rote Zeug wird nicht abgebaut. Was ja leider auch stimmt. So, dann kommst du jetzt weg. Der muss auch weg. Kommst hier hin. Weil nein, der ist auch falsch. Der darf da auch nicht hin. Du musst hier hin. Denn wir kommen ja von unten nochmal.
verdammt. Er ist doch zum Haare raufen gerade. Du müsstest jetzt eigentlich von da kommen. Dann gehst du jetzt du da lang. Nur jetzt wird das Problem sein, dass ich da nichts hinmachen kann. Weg. Und dann kommst du dahin. Dann kann ich es nämlich machen. Ha, nee, kann ich nicht. Ja, ist das zum Haare raufen gerade? Gerade hier, ja, ich merke gerade, ne, jetzt dadurch, dass ich jetzt hier nur noch zwei Platz habe, schaffe ich es halt gerade nicht. Ja, entweder ich leer's. Ja, es geht nicht anders. Ich muss den leider anders entleeren lassen. Gut. Darf ich jetzt so entleeren? Danke. Ich hätte gerne bitte vernünftige Rohre. So, das heißt, du kommst dahin. Nein, du kommst gar nicht dahin. Doch. Bist du selber verblödet. Also du gehst da rein und kommst hier raus. Ich verzweifle gerade. Das heißt, wenn ich jetzt dahin gehe, baue jetzt mal den Strommast da ab und gehe mit dem Strommasten hier hin. Ab den da. Dann habe ich jetzt die. Und ich den jetzt sozusagen bei dem ankommen und hier abgehen. Dann gehe ich jetzt sozusagen in dich rein. Dich gehe ich dahin. Komm von da. Nimm den da. Dich nehme ich komplett weg. Und dich packe ich hier hin. Jetzt ist der, der wo keinen Strom hat. Dann packe ich dich dahin. Jetzt glaube ich, hat alles Strom. Dann kann ich dich jetzt wieder. Richtig einstellen.
zu dir sagen, du bist da oben. So, und zu dir? Du kommst dahin. Das schaut konfus aus hier. Du kommst so hin. Alter Schwede. Genau, also das heißt, da kommt das Zeug raus, da kommt das Zeug raus. Geht darüber. Da kommt das Zeug raus, geht hier rüber und geht hier rauf. So, wir schauen mal. Also der läuft. Der läuft. Der läuft. Der auch. Der läuft nicht. Läuft der auch? Der läuft. Der läuft. Und der läuft. Ja, hurra! Ich hab's geschafft. Dann heißt, wir gehen dann hier nach oben. Aber das werden wir jetzt beim nächsten Mal machen. Rechts seht ihr die Playlist von Factorio und links seht ihr ein vorgeschlagenes Video von YouTube. Ich hoffe, ihr schaut euch noch ein, zwei Videos an und in der Mitte könnt ihr natürlich noch auf Abonnieren klicken. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.